Hallo, hier ist wieder ein weiterer Screencast von Digital Listening. Ich bin Olli und ich möchte heute den durch Heise vorgestellten Audioplayer Amarok, den ich auch selbst für Linux nutze, vorstellen. Amarok ist in der Version 1.4.5 gerade veröffentlicht worden und die Entwickler arbeiten gerade hart auf die Zweier-Version zu, die dann auch für Macintosh und Windows verfügbar sein soll. Amarok ist Bestandteil des KDE-Desktops unter Linux und wird zum Beispiel bei OpenSUSE 10.2 mit ausgeliefert, bis soweit dann ist, mit im Paket enthalten. Wir sehen jetzt hier gerade die Herstellerseite von Amarok, bis weit dann die Seite von Amarok unter KDE und eben halt das Announcement, dass die 1.4.5er Version draußen ist. Im Weiteren möchte ich nochmal kurz in diesem Teaser auf Amarok eingehen. Hier haben wir nochmal einen netten Screenshot vom Player, wie er dann eben halt aussieht, wenn man ihn installiert hat. Wir haben hier die Playliste, wo wir eben halt unsere Tracks oder Streams reinziehen können. Und die werden zum Beispiel hier speziell im Random Mix abgespielt. Den Random Mix können wir hier eigentlich auswählen. Das ist jetzt leider im Screenshot natürlich nicht möglich. Und da ich unter Windows leider noch aufnehmen muss, bleibt das auch noch vorerst erstmal Gedankengut für den Screencast, den ich unter Linux aufnehmen werde, was ein elendlich langer Satz. Auf jeden Fall können wir hier, was ich sehr empfehlenswert und sehr gut finde bei Amarok, sehen, dass auf der linken Seite des Players so einiges geht. Wir haben hier jetzt zum Beispiel Zebras oder wie auch immer Personal Radio. Das ist der Last.fm-Stream, den man unter Amarok abspielen kann. Man installiert, bis man dann integriert, seinen Last.fm-Account und kann dann eben halt seine Favorite-Tracks, die man per Last.fm definiert hat, bis man dann das Nachbarradio unter Last.fm hören. Im Weiteren kann man hier auf der linken Seite auch seine Streams und Podcasts verwalten, so wie seine Bibliothek. Anssonsten ist der Player genauso wie andere. Wir haben hier eben halt Lautstärkeregelungen, die ganzen Buttons und die Anzeige und so weiter. Ich gehe hier nochmal drauf ein, hier haben wir nochmal eine andere Ansicht von der Bibliothek, soweit ich das sehen kann, und da ist jetzt zum Beispiel Pink Floyd gerade ausgewählt. Es werden automatisch immer die Covers integriert, die entweder im Ordner drin sind oder es werden sogar teilweise Daten aus dem Internet gezogen für bekannte Interpreten, wie auch immer. Wie gesagt, Amarok ist ein sehr fähiger Player unter Linux, bis weiter unter KDE Desktop und ist jetzt eben halt auf dem Weg zur Zweier-Version. Ich werde den Player demnächst auf jeden Fall in einem Screencast vorstellen und genau auf die Version eingehen und wünsche euch bis dahin viel Spaß mit euren anderen Playern, die ihr bis dahin noch nutzt und hoffentlich dann nicht mehr. Bis dahin, alles Gute.